Noch nie gab es so viel Geld wie heute. Selten war Geld so billig. Und dennoch pumpen die Notenbanken weiter Geld in die Welt. Billionen an Euro und Dollar überschwemmen uns. Die Geldvermehrung kann nicht ewig weitergehen. Das ist eine tickende Zeitbombe. Und noch nie war es für Investoren so leicht, an billiges Geld zu kommen. Schulden machen kostet so gut wie nichts mehr. Da leiht einer vom anderen sehr viel Geld. Und der leiht es weiter an andere, um Geld zu machen, die das Geld dann immer weiter verleihen. Ein Schneeballsystem, das Vermögende noch reicher werden lässt. Sparer dagegen verlieren mit Niedrigzinsen jedes Jahr Milliarden. Wenn man nur Sparbücher anlegt, das ist fast schon eine Geldvernichtung. Die Geldflut sorgt für Milliardendeals. Firmen werden für Unsummen gekauft und verkauft, weil Kredite billig sind. Die Beschäftigten werden zum Spielball der Finanzjongleure. Die Frage ist natürlich, wohin fließt das viele Geld? Bad Bodendorf in Rheinland-Pfalz. Dem Ehepaar Eich geht es wie vielen. Was tun mit dem Ersparten bei Niedrigzinsen? Seit kurzem ist der ehemalige Gerichtsvollzieher Karl-Heinz Eich im Ruhestand, kennt sich also aus mit Geld und mit Schulden. Demnächst wird seine Lebensversicherung ausbezahlt. Wie soll er das Geld anlegen? Ein Haus? Haben sie schon. Für den Hobbyradler geht es ja auch wirklich um viel. Er und seine Frau wollen Sicherheit im höheren Alter und eine gute Zeit. Erhofft habe ich mir, nach Auszahlung des Geldes, das wieder anzulegen und dann Zinsen zu kassieren, die dann halt eben zu der Rente dazu kommen können. Und das ist halt eben vollkommen in die Hose gegangen jetzt. Dabei war Karl-Heinz Eich immer sparsam und bodenständig. Von hochverzinsten, aber riskanten Anlagen hat er die Finger gelassen. Dass es einmal so weit kommen würde, hätte er nie im Traum gedacht. Weil die Zinsen so niedrig sind, ist er ratlos. Und seine Freunde auch. Einige haben mir schon gesagt, sie werden das Geld also nicht mehr bei der Bank verwahren, beziehungsweise wohl verwahren, aber nicht mehr auf dem Konto, sondern im Safe als Bargeld, als physisches Bargeld, doch halt eben dort deponieren. Den Gang zur Bank kann sich Karl-Heinz Eich eigentlich schenken. Die Sparzinsen taumeln bei knapp über null, genauer 0,01%. Das heißt, für 100 Euro kriegt er exakt einen Cent Zinsen in einem Jahr. Was passiert da mit seinem Geld? Die Leute seien verunsichert, sagt der Chef der örtlichen Volksbank, Elmar Schmitz. Den großen Run auf seine Schließfächer, den gäbe es zwar noch nicht. Sesam, öffne dich. Aber die Nachfrage der Kunden, dort Bargeld oder Gold zu deponieren, die steigt. Wir erleben ja den Zinsverfall seit genau 8 Jahren, natürlich mit einer stärkeren Dynamik. Ich müsste Prophet sein, um zu sagen, ob das jetzt lange so bleibt. Ich glaube, dass diese Situation, die wir heute haben, noch 2-3 Jahre andauern wird, sicherlich. Dass es danach vielleicht ein Stück weit wieder anders werden wird, aber wir werden nicht mehr die Zinsen sehen, die wir vor 10, 20 Jahren einmal gesehen haben. Für den Bankdirektor steht ein Schuldiger für die Niedrigzinsen fest. Die EZB. Die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist klar: Preisstabilität. Als Instrument benutzt sie dazu den Leitzins. Den senkte sie seit der Finanzkrise stetig ab. Bis auf null. Sparer schauen in die Röhre. Aber damit kommen auch hochverschuldete Staaten wie Griechenland an billiges Geld.
oder eben marode Banken im Süden Europas. Obendrein soll das billige Geld Wachstum ankurbeln. Durch den Ankauf von Staatsanleihen pumpt die EZB zusätzlich Billionen Euro in die Märkte. Sonst droht dem System der Kollaps. Der Preis? Eine Geldflut. Irgendwo muss es dann hin, das viele Geld. Etwa in Aktien und Immobilien, deren Werte stark steigen. Resultat? Eine gigantische Vermögenskonzentration ganz oben. Bill Gates, als reichster Mann der Welt, besitzt 65 Milliarden Euro, der Börsenwert seiner Aktien. Zum Vergleich. Etwa 5 Billionen, also nur rund 100 Mal so viel, ist die Summe allen Bargelds auf der Welt. Euro, Dollar, Pfund. 75 Billionen Euro ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die im Jahr geschaffen werden. Das ist die reale Wirtschaft. Viel höher als die erwirtschafteten Güter sind die Schulden der Welt. Staats-, Unternehmens- und private Schulden. Die Welt lebt auf Pump. 705 Billionen ist der Wert aller Finanzderivate, der spekulativen Finanzwetten auf die Zukunft. Die haben fast nichts mehr mit realen Gütern zu tun. Zur Erinnerung, das ist das Vermögen von Bill Gates. Was passiert, wenn es zu viel Geld auf der Welt gibt? Für Max Otte, den Wirtschaftsfachmann, überschwemmt die Flut des billigen Geldes nicht nur die großen Banken. Die Niedrigzinsen sind für ihn das Symptom für eine massive Erkrankung des globalen Finanzsystems. Mehr noch, billiges Geld gefährde die ganze Wirtschaft und fördere immer größere Verschuldung. Wer meint, mit der Finanzkrise 2008 sei alles überstanden, der täusche sich gewaltig. Die große Geldflut ist extrem gefährlich, vor allem weil sie langsam kommt, aber irgendwann brechen die Dämme und dann haben wir die nächste ganz, ganz große Krise. Die größte Gefahr aber? Die Flut des billigen Geldes spaltet unsere Gesellschaft. Sie schafft Geld von unten nach oben, sagt er. Eine gigantische Umverteilungsmaschine. Niedrigzinsen werden ja von etlichen Ökonomen gefordert. Sie bedeuten, dass sich Staaten billig verschulden können, dass die Staaten weiter Kredit aufnehmen. Sie bedeuten, dass die Reichen sich billig verschulden können. Die können sich oftmals verschulden, ohne dafür zu haften. Also wenn ich als Superreicher ein Unternehmen kaufe, hafte ich nur mit dem, was ich kaufe, nicht mit meinem sonstigen Vermögen. Das ist eine eklatante Ungerechtigkeit gegenüber Häuslebauern und der Mittelschicht. Denn die Geldflut rettet nicht nur Staaten und Banken. Sie begünstigt die Reichen, die sich mit billigem Geld Aktien, Firmen und Immobilien kaufen, deren Werte rasant steigen, während die Geldanlagen der Normalbürger an Wert verlieren. Die Mittelschicht, die hat Geldvermögen, die hat Sparbücher, die hat Sparkonten, die hat Lebensversicherung. Das sind die Leidtragenden der Niedrigzinsen. Und die Armen, die Ärmeren der Bevölkerung, die leiden dadurch, dass eben die Immobilienpreise steigen und dann irgendwann auch die Mieten steigen. In London, dem größten Finanzplatz der Welt, kann man wie in einem Brennglas sehen, wie die Geldflut wirkt. Hier werden Billionen bewegt. 300.000 Finanzarbeiter versuchen, aus Geld noch mehr Geld zu machen. Londons Immobilienpreise schießen in den Himmel. Hier sitzen alle großen Banken. Hier ist das Geld der Reichen dieser Welt angelegt. Roman Borisowitsch kennt die Immobilien, deren Preise in den Himmel steigen. Dort, wo mittlerweile Millionäre von Milliardären verdrängt werden. Borisowitsch kämpft gegen den Ausverkauf der Londoner City an Spekulanten. Er hat mit Kollegen die anonymen Besitzer zahlreicher Immobilien recherchiert. Und als ehemaliger Banker kennt er die Preisentwicklung. Well, these are Mews houses.
Das sind alte Kutschhäuser. Hängt von der Größe ab, wie teuer sie sind. So zwischen 5 und 7 Millionen Pfund hier in dieser gefragten Gegend. Diese Häuser wären ideal für Familien. Aber welche Familie kann sich ein Haus für 5 oder 7 Millionen Pfund leisten? Die teuren Häuser, alle leer. Spekulationsobjekte. London gehört den Investoren und die wohnen nicht hier. Diese Stadtvilla wurde an einen ukrainischen Milliardär verkauft, hat Borisowitsch herausgefunden. Kaufpreis 66 Millionen Pfund. Auf dem Papier ist die Villa im Besitz einer Briefkastenfirma. Über 40.000 Immobilien gehören Briefkastenfirmen, laut Grundbuch. Deren Besitzer bleiben anonym. Es können ehrenwerte Millionäre sein oder die Mafia. Ich nehme an, dass ein großer Teil des fremden Kapitals in London illegaler Herkunft ist. Überall wird gebaut. Die Spekulation mit Immobilien hat die Stadt ergriffen. Billionen Euro von Russen, Deutschen, Chinesen, Indern stecken in London. Das kann nicht funktionieren. Eine Stadt, in der die arbeitende Bevölkerung nicht mehr leben kann. Die Immobilienblase wird platzen, aber keiner weiß wann. Immobilienblasen gibt es nicht nur hier, sondern auch in deutschen Städten. London ist überall. Wenn eine Immobilienblase platzen sollte, trifft es Vermögende, die dort investiert sind. Und die haben natürlich breit gestreutes Vermögen. Die nehmen die Chancen rund um den Globus wahr. Und wenn da in München irgendwann die Immobilienblase platzen sollte, dann sind die in Rio oder in Tokio oder sonst wo. Die können global agieren, das kann die Mittelschicht nicht. Wie bei der Finanzkrise 2008. Die Mittelschicht trifft es, die Vermögenden verdienen an Krise und Boom. Es hat sich nicht viel geändert. Von den kleinen Regulierungen der Finanzbranche merkt man hier in London nicht viel. Am weltweiten Finanzplatz Nummer 1 hacken die Finanzjongleure wieder neue Gewinnspiele aus. Viele Transaktionen finden jetzt unter dem Dach unkontrollierter Schattenbanken statt. Und die Boni für dicke Deals sprudeln wie eh und je. Mit dem Brexit werden die Regulierungen weiter gelockert. The show must go on. Alf Townsend hat alles miterlebt. Seit 54 Jahren fährt er Taxi, karrt die Banker und Broker in die City. Das Geschäft mit den Billionen der Welt sei doch zum Trumpf der britischen Wirtschaft geworden. Freut er sich. Ist doch prima für London. Egal, woher die Leute kommen. Wenn sie ihr Geld hier investieren, super für die britische Wirtschaft. Auch er hat mitverdient. Dafür muss Alf weit draußen wohnen. 1 Million Pfund für eine Einzimmerwohnung. Das kann sich kein normaler Engländer leisten. In der City lebt keiner mehr von uns Londonern. Alle haben ihr Haus verkauft, einen fetten Gewinn gemacht. Und sie wohnen jetzt irgendwo im Vorort. Und manche verlassen die City ganz und für immer. Geraint Anderson war einer der Finanzstars in London und lebt jetzt in Wales. Für seinen Bauernhof hat er so viel bezahlt, wie eine winzige Einzimmerwohnung in der Londoner City kostet. Aber er kam nicht nur deshalb her. Er hatte genug von den Exzessen rund ums Geld. Die City ist voller gieriger, skrupelloser, schlauer Leute. Und auch wenn ein bisschen mehr reguliert wird, sie finden immer einen Weg, das System auszutricksen. Sie stellen sicher, dass es ihnen nutzt. Heute
Heute schreibt er Romane und Drehbücher aus der Welt der Finanzen. Früher hat er ein paar hunderttausend Pfund im Jahr gemacht, mit Zockereien, bei denen ihm egal war, wem sie schadeten. Das ist ein paar Jahre her. Aber es hat sich nichts geändert, meint Anderson. Denn das System belohnt, wer auf Kosten anderer dicke Geschäfte macht. Angenommen, ich mache waghalsige Spekulationen. Wenn es klappt, gibt es viel Geld. Aber wenn es nicht klappt, dann ist nur der Job weg. Das ist alles. Ein asymmetrisches Risiko. Es begünstigt einfach das schnelle Zocken. Anderson ist sich sicher, dass das Finanzsystem immer weiter wuchert und immer weiter gefüttert wird. Die hohen Gewinnaussichten, die niedrigen Kreditzinsen, die Geldflut, das hält der Aussteiger aus dem Inneren der Finanzwirtschaft für eine brandgefährliche Mischung. Ein Schneeballsystem. Finanzfirmen leihen sich gegenseitig Geld und verdienen Geld damit, indem sie es weiterverleihen. Und immer so weiter. Das heißt, wir haben ein System, in dem letztlich keiner das Geld hat, das die vielen Kredite absichert. Und sollte das System mal zusammenbrechen, dann gute Nacht. It's good night. Eine Steuer auf spekulative Finanzgeschäfte könnte das Karussell bremsen. Diese Finanztransaktionssteuer müsste aber global eingeführt werden. Doch schon die Schmalspurversion mit nur 10 EU-Staaten ist nach jahrelangen Verhandlungen der Finanzminister gescheitert, obwohl sie Schäuble für die Steuer eingesetzt hat. Doch Großbritannien war dagegen und wird es in Zukunft erst recht sein. Der Finanzplatz London würde leiden. Fatal. Denn diese Steuer wäre die notwendige Operation für das kranke Finanzsystem. Das Fluten der Welt mit billigem Geld durch die EZB und andere Notenbanken heilt nicht. Es ist nur ein Schmerzmittel, hat aber auf Dauer schwere Nebenwirkungen. Das Ganze ist ein System, das sich immer wieder über die Zeit rettet, aber irgendwann zusammenbrechen muss. Bis dahin vergrößert es die enorme Ungleichheit. Wer schon hat, profitiert. Wenige Superreiche besitzen zusammen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Die Geldflut spaltet die Welt immer mehr. In Arm und Reich. Und Menschen wie Sie hadern mit den Niedrigzinsen. Karl-Heinz Eich und seine Freunde machen sich Sorgen. Früher erschien die Welt den Sparern als wahres Paradies. Die Konjunktur brummte, die Zinsen waren hoch, die Inflation allerdings auch. Trotzdem, das Motto für Generationen war, wer spart, hat mehr vom Leben. Früher konnte man kalkulieren, man hat ein Sparbuch, gewissen Zinsprozentsatz. Und damit konnte man also arbeiten. Und das ist also heute leider Gottes nicht mehr der Fall. Ich bedenke, dass in den 70er Jahren, da kriegten wir für Festgeld 7%. Einmal 11%, das weiß ich noch. Ja. Das war mal eine kurze Zeit, 11%. Karl-Heinz Eich hat einen Termin bei seiner Volksbankberaterin. Was tun mit seinem Geld? Hallo, Frau Heinz-Jacker. Gut. Ja, Frau Heinz-Jacker. Außerdem, Konto, was wir hier hatten, habe ich ja im nächsten Jahr noch eine Lebensversicherung für mich. Da wollte ich auch direkt mal mit Ihnen reden, was wir da unter Umständen machen können. Wir haben ja dann unser Finanzhaus. Melanie 30-Acker klärt die Risikobereitschaft von Herrn Eich. Er will eigentlich auf Sicherheit setzen, sein Geld aus der Lebensversicherung möglichst breit streuen. Auf dem Sparbuch, das weiß auch er, verliert das Geld täglich an Wert. Da wir so gut wie keine Zinsen mehr haben, muss man ja schauen, wo man auch noch mehr Ertrag generieren kann. Mhm. Ja?
Das hieß, man musste also schon irgendwie in Aktien einsteigen. Aktienfonds, wie Sie das ja auch schon kennen, oder Immobilienfonds, wie Sie es ja auch schon kennen. Okay, dann würde ich also vorschlagen, dass wir den... Mehr in Immobilien und Aktien investieren? Die Volksbank sagt ja. Und was bleibt ihm anderes übrig in diesen Zeiten? Unwohl ist mir nicht. Ganz wohl ist mir auch nicht so in der Mitte. Aber ich denke, bisher habe ich also gute Erfahrungen gemacht. Aktien, Immobilienfonds, höheres Risiko. Ob er will oder nicht, Karl-Heinz Eich muss jetzt auch im Spiel der großen Finanzwelt ein bisschen mitspielen. Dort herrscht Partylaune. Große Konzerne kaufen dank niedriger Kreditzinsen die Konkurrenten auf und steigern den Aktienkurs. Von dieser Strategie profitieren nur die Aktionäre, in der Regel die Vermögenden. So kauft der deutsche Chemieriese Bayer den US-Saatgutkonzern Monsanto. Kaufpreis 65 Milliarden Euro. Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev übernimmt den Branchenzweiten, den Bierkonzern SAB Miller, für über 100 Milliarden Euro. Der Software-Riese Microsoft kauft das Karriereportal LinkedIn für 26 Milliarden. Unternehmen als Spielmasse internationaler Finanzinteressen. Das gibt es auch um die Ecke. Im schwäbischen Geislingen residiert seit 137 Jahren die Traditionsfirma WMF. Eine Marke von Weltruf. Hersteller von Bestecken und Kaffeemaschinen. Früher einmal in der Hand deutscher Besitzer und Aktionäre. Tausende Arbeitsplätze boten zahlreichen Familien Sicherheit. Bis die WMF in den Fokus der Geldjongleure geriet. Die Firma wechselte in den letzten 11 Jahren dreimal den Besitzer. Und mit jedem Verkauf steigerte sich der Preis enorm. Gleichzeitig verschlechterten sich Arbeitsbedingungen und Löhne. Es gab heftige Proteste. Seit die schwäbische Traditionsfirma von der französischen Groupe SEB übernommen wurde, hat Martin Purschke die Hoffnung, dass es endlich besser wird. Er ist IG Metall-Bevollmächtigter und macht sich auf den Weg zur Betriebsversammlung der WMF. Er findet es symptomatisch für die heutige Zeit, wie leicht ein milliardenschweres Geschäft zu machen ist, weil die Investoren bei den großen Banken so gut an billiges Geld kommen. 1,6 Milliarden Euro bezahlte der neue Eigentümer. Wie einfach ist es eigentlich für Investoren, über ein Unternehmen Aufkauf und Verkauf so große Gewinne zu erzielen? Sowas würden sie nie erzielen durch einen normalen Geschäftsbetrieb. Und die Frage ist natürlich für mich, inwieweit es schadet, zu was für ein Spielball auch die Arbeitsplätze werden. Betriebsversammlung in unruhigen Zeiten bei der WMF. Wie geht es weiter mit dem neuen WMF-Eigner? In der Vergangenheit haben sie richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sind quasi gemolken worden, wie die Kuh, bis Blut kommt. Und wenn da nichts mehr zu holen ist, dann gibt man das Ding her. Das ist doch schon seit Jahren so. Jeder macht sich die Taschen voll. Wir können ja bloß hoffen, dass es irgendwie weitergeht und endlich mal Ruhe einkehrt. Immerhin hören die Mitarbeiter heute, dass die neuen Käufer die WMF nicht weiter ausschlachten und weiterverkaufen wollen. Aber eines ist auch dem IG Metall-Vertreter Purschke klar. Nur weil die Kreditzinsen extrem niedrig sind, können solche Deals überhaupt finanziert werden. Bei der WMF lief das Geschäft so. Die Amerikaner von KKR kauften die WMF für rund 660 Millionen Euro über eine Tochterfirma mit Sitz in einer Steueroase. Dafür setzten sie 100 Millionen Eigenkapital ein und liehen sich 560 Millionen von den Banken. Nach 4 Jahren verkauft KKR die WMF an die französische SEB für 1,6 Milliarden, aufgenommen mit sehr niedrigen Zinsen.
Gewinn für KKR nach Abzug des Kredits 940 Millionen Euro. Und das bei nur 100 Millionen Kapitaleinsatz. Eine Rendite von über 800%. Ein Riesengeschäft. Aber nur für KKR-Aktionäre. Möglich ist es deswegen, ich denke, dass im Moment genug Geld da ist auf dem Weltmarkt und dass man deswegen auch sagen kann, die Möglichkeiten von anderen Investoren sind da, auch solche Preise zu bezahlen. Wäre das Geld nicht da, könnten solche Volumina gar nicht gestemmt werden. Kredite fast zum Nulltarif. Das ist die Kehrseite der Geldflut. Finanzinvestoren machen mit gewaltigen Summen Geschäfte, die früher in einem regulierten Finanzsystem undenkbar waren. Heute wünschen sich viele diese Zeiten zurück. Die Entfesselung der Geldwirtschaft hat eine lange Vorgeschichte. Bis 1971 ist die Welt finanziell im Gleichgewicht. Die Währungen sind mit Gold gedeckt. Die Realwirtschaft steht mit der Geldmenge in Balance. Dann braucht US-Präsident Nixon Dollars für den Vietnamkrieg und lässt die Geldpresse anwerfen. Auch weil die OPEC-Scheichs den Ölpreis erhöhen. Dieses Geld flutet daraufhin die Welt. Die Banken denken sich neue Anlagemodelle aus. Nicht mehr mit Waren, allein mit Geld wollen sie noch mehr Geld machen. Der Anfang der Finanzbranche von heute. Kreditkarten und Girokonten beschleunigen Finanzgeschäfte. Mit dem Zauberwort Liberalisierung werden ehemals öffentliche Aufgaben wie etwa die Altersversorgung privatisiert. Die private Wirtschaft kann alles besser als der Staat. Angeblich. Neue Billionen kommen ins Spiel. In London entfesselt Maggie Thatcher die Banken und in den USA Bill Clinton die Wall Street. Auch Gerhard Schröder setzt auf die Karte Liberalisierung. Geld soll noch mehr Geld verdienen und so für Wachstum sorgen. Das globale Casino ist eröffnet. Der Liberalisierungsweg war ein Irrweg und das Wort Liberalisierung ist ja auch schon sehr, sehr schief. Also wenn ich Märkte, die geordnet gehören, entfessle und ein Chaos entfessle und eine Geldlawine auf die Welt loslasse, dann kann man das Liberalisierung nennen, aber es war eine Interessenpolitik und wir sehen, in wessen Interesse das war. Es war im Interesse der Reichen und es hat die Welt in etliche Schwierigkeiten geführt. Mit der Liberalisierung explodieren die Geschäfte der Banken. Sie agieren jetzt international. Großbanken werden zu Investmenthäusern, die Mega-Deals finanzieren. Immer mehr Geld geht in Spekulationsgeschäfte. Dort werden die satten Gewinne gemacht. Mit realer Wirtschaft hat das immer weniger zu tun. Sind nur die Notenbanken für die Geldflut verantwortlich? Oder woher kommt das viele Geld? In Siegen beschäftigen sich Wirtschaftsstudenten genau damit. Was wissen die Leute über die Herkunft des Geldes? Das wollen sie rausfinden. Danke. Es geht um das Thema Geld. Wir sind von der Uni Siegen und machen ein Forschungsprojekt. Ja. Was für Sie Geld bedeutet? Ja. Ohne Geld geht gar nichts. Woher würden Sie sagen, kommt das Geld? Auf jeden Fall nicht von mir. Wie wird Geld überhaupt erschaffen? Ja, durch Arbeit natürlich. Weiß ich jetzt einfach nicht. Der Kuh ist aus der Bank. Aus der Bank, okay. Ja, der Staat, wer sonst? Staat. Nö, da kann ich Ihnen so nichts zu sagen. Bin ich etwas überfragt, muss ich sagen. Das Fazit, eher ernüchternd. Es war sehr unterschiedlich. Also viele hatten gar keine Idee, wer das jetzt eigentlich herstellt. Es gab durchaus auch mal so Bank oder es wird gedruckt oder Manipulation war auch hier und da mal ein Thema. Aber es war schon so, dass die meisten wirklich gar nicht wussten, wo es herkommt. Den Finanzfachmann Helge Peukert ärgert schon lange, dass in den Wirtschaftswissenschaften Geld so gut wie keine Rolle spielt. Es gilt vielen nur als neutrales Tauschmittel. Es ist eine große Merkwürdigkeit, dass nicht nur in der Öffentlichkeit hier eine große Unklarheit, was ja die Umfrage der Studenten heute gezeigt hat, besteht, sondern auch im Bereich der Wissenschaft, ja sogar bis hinein in Bankenvorstände, der Geldschöpfungsprozess doch teilweise eine sehr mysteriöse Angelegenheit zu sein scheint.
Das Schweigen der Banken hat Gründe. Sie müssten ihren Kunden erklären, dass sie es selbst sind, die Geld schöpfen. Und dass sie davon gewaltig profitieren, erklärt Peukert seinen Studenten. Geld sei eben nicht neutral. Nicht die Notenbanken, die privaten Banken selbst schaffen das meiste neue Geld. Das nennt sich Giralgeldschöpfung. Geld kommt in die Welt, indem jemand zur Bank geht, einen Kredit aufnimmt und dann eröffnet die Bank ein Konto und schreibt eben diesen Betrag gut als Kredit und dann hat sie eine Verbindlichkeit gegenüber dem, der den Kredit aufgenommen hat und dann hofft sie, irgendwann zahlt dann zurück. Das heißt also, der ursprüngliche Impuls der Geldmengenschaffung, der geht von den Privatbanken aus. Das ist neu für die meisten. Viele sind der Meinung, dass ein Kredit so funktioniert. Sparer bringen ihr Geld zur Bank. Und die Bank verleiht dieses Geld dann an einen Kunden weiter, zum Beispiel an einen Häuslebauer oder an einen Industriebetrieb. So ist es aber nicht, sondern wenn jemand spart, dann wird dieses Geld praktisch auf dem Sparkonto stillgelegt, ja? Vorteil für die Bank, er kann es nicht abheben. Und wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann wird das praktisch aus dem Nichts geschaffen. Und diese beiden Vorgänge haben im Prinzip nichts miteinander zu tun, obwohl es so aussieht und obwohl es in den Lehrbüchern steht. Und so funktioniert es. Der Kunde möchte einen Kredit über 10.000 Euro. Seine Bank muss dafür 1-3%, also mindestens 100 Euro, bei der Zentralbank als Reserve hinterlegen. Das ist alles. Dafür darf seine Bank quasi per Knopfdruck die Kreditsumme von 10.000 Euro auf das Konto des Kunden überweisen. Die Bank schöpft also aus 100 Euro 10.000 Euro elektronisches Geld und kassiert dafür Zinsen. Die Giralgeldschöpfung, eine Lizenz zum Geldverdienen. Die Banken sind natürlich glücklich, dass sie die Geldschöpfung betreiben können, weil ihnen das einen Freiheitsspielraum gibt und sie da diese sogenannte Seniorage, also den Geldschöpfungsgewinn, einkassieren können. Das sind immerhin ein paar Milliarden im Jahr. Wer würde gern darauf verzichten? Die garantiert nicht. Also die Tatsache, dass Privatbanken im Prinzip selber Geld auf Knopfdruck erschaffen können, das war früher das Münzprivileg, das hatten die Fürsten, das hatten die Staatsmänner. Das ist im Prinzip ein Privileg aus dem Nichts, Geld und damit auch Gewinne zu scheffeln. Und dieses Privileg hat die Finanzbranche seit langer Zeit und in den letzten Jahren ungehemmt. Und das muss man schon überdenken, ob das so sinnvoll ist. Vor allem die Großbanken haben mit dieser Giralgeldschöpfung die Geldflut gewaltig vergrößert. Um das Finanzsystem wieder zu bändigen, könnte den privaten Banken das Privileg zur Geldschöpfung genommen werden. In der Schweiz tut sich schon was. Bankenplatz Zürich. Heute wirbt hier eine Initiative dafür, die Schweizer Banken in die Schranken zu verweisen. Alles Geld soll in Zukunft nur noch von ihrer Nationalbank geschöpft werden dürfen. Und nicht mehr von den privaten Banken. Die Vollgeld-Initiative tritt für sicheres, für voll gedecktes Geld ein. Schluss mit dem Privileg der großen Banken, elektronisches Geld auf Knopfdruck in die Welt zu bringen. Reinhold Harringer war früher Stadtkämmerer in St. Gallen und hat da verstanden, dass es mit uferlosen Krediten und Schulden nicht weitergehen kann. 90% des ganzen Geldes, das sind nur noch Zahlen in den Computern der Banken und dieses Geld wird von den Banken produziert. Und das ist das, was uns Bauchweh macht und was wir ändern möchten. Aller Anfang ist mühsam. Aber die Mitglieder der Initiative treffen bei vielen Passanten den Nerv. Ein Misstrauen ins herrschende Finanzsystem. Denn die Großbanken produzieren mit der Geldschöpfung eine Kredit- und Schuldenspirale. Ich bin ein früher Banker, jetzt pensioniert. Und ich kann eigentlich nicht mit Stolz heute sagen, dass ich mal früher ein Banker war. Für mich ist es eine Spielbank heute. Es wird manipuliert von allen Seiten. Ja, die Geldmacherei ist Diebstahl. Ist Diebstahl, was man jetzt macht, an uns und an der zukünftigen Generation. Bisher
kassieren vor allem die großen Banken die Gewinne aus der Geldschöpfung. Die Vollgeldinitiative will, dass diese Milliardenprofite den Schweizer Bürgern zufließen. Denn nur noch ihre Nationalbank soll Geld schöpfen dürfen. Wir wollen den Banken nur das Recht nehmen, selber Geld zu schöpfen. Aber wir nehmen ihnen keinen Geschäftszweig weg. Sie machen weiterhin Kreditgeschäfte, sie verwalten Vermögen, sie machen den Zahlungsverkehr. Alle großen Dinge, die bleiben bei den Banken. Aber ihre Nationalbank soll künftig die Schlüsselrolle spielen. Private Banken dürfen nur noch dann Kredite vergeben, wenn sie das Geld auch tatsächlich im Tresor haben. Zu 100% abgesichert. Also keine Giralgeldschöpfung mehr für die Privatbanken. Und auch die Zinsgewinne aus diesem Privileg kommen dann der Nationalbank zugute. Gewinner dabei die Allgemeinheit. Deren Wohl ist die Nationalbank ohnehin verpflichtet. Wie geht es weiter? In der Schweiz kommt das Vollgeld in die Volksabstimmung, vielleicht schon dieses Jahr. Aber auch in Island, England oder in Deutschland arbeiten ähnliche Initiativen daran, das Geldsystem auf gesunde Beine zu stellen. Die Kritik am bestehenden Finanzsystem wächst. Die Initiative will, dass die Geldschöpfung wieder der Realwirtschaft dient. Schluss mit unkontrollierter Giralgeldschöpfung durch private Großbanken. Mit den offenen Geldschleusen, sage ich mal, schafft man jetzt die Voraussetzungen für die nächste Krise. Und das ist ein Problem. Und das ist ganz klar, wenn man eine Vollgeldreform in die Wege leiten würde, wäre das für die Zukunft wäre das so nicht mehr möglich. Die Geldschöpfung soll staatlich kontrolliert werden und nicht mehr in der Hand der privaten Banken liegen. Milliarden Zinsgewinne werden dann der öffentlichen Hand zufließen. Ich unterstütze die diversen Vollgeldinitiativen. Die Banken können dann eben kein neues Geld mehr schaffen, sondern müssen mit dem Geld arbeiten, was sie als Einlagen haben. Das ist sicherlich ein guter erster Schritt zur Begrenzung der Giralgeldschöpfung. Es wird nicht reichen, aber es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem faireren Geldsystem. Es ist absurd. Einerseits wird die Welt überschwemmt mit billigem Geld. Anderswo dagegen kommt gar nichts an. Dort, wo zunächst keine dicken Profite zu erwarten sind, aber mehr Wert für die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir sind im Münchner Impact Hub, einem Bürokomplex für Start-ups. Ein Dach für Firmen, die innovative Ideen für morgen haben, neue Techniken, nachhaltige Lösungen für unsere Probleme. Aber genau hier fehlt das Geld. Laurin Hahn und sein Team zum Beispiel bauen an einem Auto der Zukunft. Genauer am Sion, einem Elektrokleinwagen, der sich einen Teil seines Stroms selbst besorgt. Der Stadtwagen soll seinen Strom aus Solarzellen ziehen, die außen auf der Karosserie sitzen und gut geschützt sind. Zusätzlich zum Batteriestrom. Ein preiswertes Elektroauto, das besonders ökologisch unterwegs ist. Die Entwicklung des Sion kostet Geld. Und eben dieses Geld will keine Bank geben, hat Laurin Hahn erlebt. Start-ups wie seines haben keine Chance, von den Banken Kredit zu bekommen, obwohl doch mehr als genug Geld da ist. Banken kommen nicht in Frage. Wir sind wesentlich zu risikoreich. Liegt daran, dass die Banken natürlich lieber in Infrastruktur oder sonstiges investieren, was sehr langjährig ist, was sehr sicher ist, wo es immer auch einen Gegenwert gibt. Und das heißt, wenn unsere Firma pleite geht morgen, ist da kaum was zu holen. Laurin Hahn musste Geld von privaten Gebern via Internet sammeln. Risikokapital. Auch diese beiden brauchen Geld für ihre Unternehmensidee. Sie wollen eine grüne Versicherung aufbauen, die ihr Kapital nur in ökologische und soziale Projekte investiert. Auch das eine Idee mit gesellschaftlichem Mehrwert. Aber
Kredit von einer Bank? Viele Investoren, also die institutionellen Investoren, verlangen einen Track Record, also eine Vergangenheit. Das heißt also, dass wir halt schon am Markt waren und schon Erfolg bewiesen haben. Wir kommen aber nicht an den Markt, weil wir vorher an das Geld nicht kommen. Dadurch hast du die Sicherheit. Keine Kredite für ihre Projekte. Das zentrale Thema der Jungunternehmer. Das viele billige Geld kommt bei ihnen nicht an. Bei Startnext ist es wirklich wesentlich besser. Im Kern geht es doch nicht um Geld, sondern um Möglichkeiten zu schaffen. Also Möglichkeiten, dass Menschen, die was tun wollen, was tun können. Wenn man da nicht weiter investiert oder die Startups nicht weiter an Geld kommen und nicht leicht sich weiterentwickeln können, dann wandern die ab. Hier sitzen lauter Gründer, die nachhaltige Produkte und Services voranbringen wollen. Also Produkte, wo man von vornherein die Folgen für Menschen und Umwelt in Betracht zieht und sogar überlegt, hey, wie kann ich mit meinem Produkt einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen? Und ich finde es einen Skandal, dass solche Unternehmen so eine schwere Zeit haben, an Fördermittel zu kommen, sei es bei den Banken, sei es bei, ja, großen Investoren. Karl-Heinz Eich in Bad Bodendorf investiert ganz klassisch. Er hat mittlerweile das Geld seiner Lebensversicherung bekommen und sich entschieden. Mit Malermeister Schmickler schaut er sich sein Haus an. Einen Teil des Geldes will Eich in die Renovierung stecken. Sachanlage. Eine Strategie, die Niedrigzinsen zu umgehen. Passt zu der Wandfarbe und bringt auch noch eine gewisse Helligkeit. Man muss ja sehen, wo man das Geld anlegt. Ne? Man kann es ja nicht auf die Kasse bringen, da bringt es ja nichts mehr. Auf die Bank. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das jetzt zu machen. Aber die Renovierung schluckt nicht das ganze Geld der Eichs. Einen Teil hat er in Fonds und Aktien bei der Volksbank angelegt. Nach langer Beratung. Schließlich geht's ins Risiko. Bin da zuversichtlich, dass das auch zumindest ein paar Zinsen abwirft. Mehr jedenfalls wie auf dem Sparkonto. Karl-Heinz Eich hat in den letzten Monaten gemerkt, wie wichtig es ist, sich um Geldfragen zu kümmern. Die Zeiten, in denen man seine Verantwortung am Bankschalter abgeben konnte, die sind vorbei. Vielleicht hat er ja noch Glück. Aber eines ist sicher. Das kranke Finanzsystem wird uns noch viel Geld kosten. Ungeschoren wird, glaube ich, keiner aus dieser Situation rauskommen. Wir haben zum Teil auf Pump gelebt. Es wird zu Vermögensverlusten kommen müssen. Das jetzige Finanzsystem führt uns mit großer Wahrscheinlichkeit in die nächste Katastrophe. Wir brauchen ein anderes System, aber es würde reichen, wenn wir uns rückbesinnen auf das, was wir mal hatten, stark regulierte Finanzmärkte, ein Bankensektor, der unter Kontrolle war, der eine dienende Aufgabe hatte. Wir müssen das Finanzsystem der Welt endlich zügeln. Aber unter Trump passiert in den USA genau das Gegenteil. Um das System für die Menschen sicherer zu machen, könnte Vollgeld ein Baustein sein. Vor allem die gewaltigen Staatsverschuldungen müssen weg. Nur so wird die Geldflut eingedämmt und die Kreditspirale durchbrochen. Deshalb braucht es internationale Schuldenkonferenzen. Staaten erlassen sich gegenseitig ihre Schulden. Zahlen werden wir Bürger dafür. Dann müssen sich große Banken mit noch mehr Eigenkapital absichern als heute. Finanzgeschäfte müssen endlich mit einer globalen Transaktionssteuer belegt werden. Und für unsere Zukunft sollte Geld auch dorthin fließen, wo es der Gesellschaft nützt. Viel zu lange schon bestimmen die Interessen der Finanzindustrie, Politik und Gesellschaft. Trump und Brexit dürften das noch befeuern. Dabei ist Geld viel zu wichtig, als dass wir es allein den Banken überlassen sollten.